Hi, hier ist Neko. Willkommen zurück zu Zork, der Großinquisitor. So, ich musste kurz einmal überlegen, wo ich hier bin, aber tja, es ist schon eine Zeit lang her, dass ich Zork gespielt habe. Tut mir leid, aber ich hatte leider keine Zeit, da, ja, ein paar private Dinge anstanden. So, aber jetzt will ich mich wieder aufmachen, dieses geile Spiel hier fertig zu spielen. So, ich bin ja immer noch im Schlafgemach von Darbos of Gurt. Tja, komisches Bett. Egal. So, und zwar diesen Schrank hier habe ich noch nicht betrachtet. Werde ich mal gleich mal hinschauen und ihn öffnen. Oha, wo kommt denn der her? Ein Zeittunnel. So, ich dachte schon, der Schrank. Nee, wie? So, ich habe ja Zaubersprüche bekommen ohne Maß. Na, weil aktiviert Zeittunnel. Wow. Den werde ich gleich mal hier einsetzen. Denn der Riss in der Zeit soll sich verbreitern. Das würde ich an deiner Stelle nicht tun. Da kommst du auf der anderen Seite vermutlich als Abenteurerbrei raus. Okay, ich kann selbst anscheinend... Ja, genau, ich kann selbst nicht durch den Zeittunnel gehen. Sondern nur meine Totems wie der Griff hier. Und ich habe nur eins, also... Und diesen Spruch hier, Yasta, sende den Geist durch die Zeit. Den werde ich jetzt auf den Griff anwenden und dann... Ja, zurück in die Zukunft. Ja. Okay. Das ist das Weiße Haus, richtig, vor dem Fluch. Ja, genau, das ist das Weiße Haus vor dem Fluch. Da hast du recht. Ja. Okay, wie ihr schon gehört habt, ich bin jetzt nicht mehr Affenkap, sondern der Griff. Süße Wesen. Tja, man sieht es leider nicht, aber zumindest mein Flügel. Sein Inventar. Und ich habe natürlich nichts im Inventar, denn ich bin der Griff. So. Furchtlos wie ich bin, werde ich durch dem Weißen Haus nähern. Und diese Bretter. Tut mir leid, ich kann fliegen, meckern, Feuer spucken. Naja, das vielleicht nicht ganz so gut, aber diese Bretter kriege ich hier nicht weg. Ugh. Ja, du großer, starker Drache. Ja, zumindest meckern kannst du. Gut. Ja, das ist das, ein Briefkasten. Öffne dich. Bei allem Respekt. Aber ich bin doch sehr für die Einhaltung der Landes- und Bundesgesetze. Tja, tut mir leid, dass ich dich dann dazu zwingen muss, diesen Brief hier zu nehmen. Mal schauen. Was ist das? Briefumschlag. 666. Harres-Gelände. Jetzt zuschlagen. Ja, ganz toll. Ich habe einen Briefumschlag. Tja. Sonst gibt es hier nichts. Dun, dun, dun. Schöne Umgebung für ein weißes Haus. Ja. Da hinten noch ein paar Fackeln. Finger weg! Ich will nicht ständig bekratzt werden von einem. Sag mal, was bist du eigentlich? Ich bin der große Drache des Reiches. Stark hüte dich vor den Flammen meiner Rache. Verzieh dich. Boah. Ja, Janet hat keinen Respekt vor uns, Oskaris. Aber du, böse Fackel. Wohin bringst du mich? Was werden wir tun? Bedeutet, dass tiefste Dunkelheit, außergewöhnliche Gefahren, wilde Tiere aus dem Untergrund? Oh je, ich hoffe nicht. Ja, die scheint anscheinend genauso furchtlos, naja, ängstlich zu sein wie unser Griff und die mutig. Und da ist auch ein Tor, aber wie man da hindurchkommt und was dahinter liegt, das sieht man in einem anderen Zockspiel. Naja, sieht man nichts, sondern es ist nur ein Text-Adventure, ich glaube Zock 2 oder was, kommt man hier durch. Aber das ist doch etwas anderes. So, dann das weiß ich uns umgehen. Und da ist der Zeittunnel, durch den wir zurück können. Und da liegt noch etwas. Was denn? Hey, die hey. Zauberfee hat uns noch was dagelassen. Danke, liebe Zauberfee. Ein Glaubensspruch. Den packe ich gleich mal hier rein. Nee, zurück wollte ich. Ja, genau. Ich weiß nämlich, dass man Dinge nicht durch die Zeit hindurch mitnehmen kann, leider. Meh. Aber egal. Ich habe ja diesen Briefumschlag und da werde ich jetzt diesen Laufspruch zustecken. Was auch immer. So. Und da war ja der Brief. Ja, Kasten. Und da werde ich jetzt den Briefumschlag hineintun. Und Briefkasten schließen. Das Brieffähnchen, was auch immer das sein soll, aufschneiden. Hätte ich fast vergessen. So, ja,
was immer das für einen Sinn hat, aber ich habe jetzt einen Brief an den Harris geschickt. Kommt, Stroll, ist das. So, damit wäre der Part mit, ja, dem Griff vorbei. Ich kehre zurück durch die Zeit. Na dann. Schade auch irgendwie, dass man den Griff nicht wirklich sieht. Ja, okay, ich bin wieder in den Schlaf gemacht. Und verlassen, denn ich will jetzt zum Harris gehen. Ja, mein netter Begleiter, der Griff ist wieder da. Aus deiner kurzen Zeit in der Freiheit. Das war ich hier, Kreatur. So, zum Harris. Genug Blödsinn geredet oder was auch immer. Weiter. Zum Harris, genau. Denn es gab ja eine Sache, die ich noch machen muss. Genau, und oh, eine Direktleitung zu Commissioner Gordon. Ja, genau. Dann wollen wir mal Batman anrufen. Komm. Vielen Dank für Ihr Interesse am Hades Shuttle Service Telefon. Seit Anbeginn der Zeiten sind wir für den Übertritt in das Leben nach dem Tod verantwortlich. Um eine Ansage zu überspringen, drücken Sie die 4. Ja. Drücken Sie 1 für eine Frageliste. Leider haben Sie keine Taste gedrückt. Bitte wählen Sie eine Option. Drücken Sie 1 für eine Frageliste. Für die 3 drücken Sie bitte die 7. Um diese Option nochmals zu hören, rufen Sie bitte nochmal an. Für die 4 drücken Sie die Raute-Taste. Okay. Um zum Hauptmenü tun Sie gar nichts. Telefon. Für die 8 drücken Sie die 1. So, ich habe ja den Zauberspruch. Werde ich gleich mal hier anwenden. Sonst dauert das ewig, bis ich hier weiterkomme. Drücken Sie die Stern-Taste für was soll das alles? Ich will nur das Shuttle rufen. Ja. Sie haben alle Fragen richtig beantwortet. Gratulation. Ein Shuttle wird Sie schnellstens in den Hades bringen, wo Sie den Rest der Ewigkeit verbringen werden. Wir wünschen eine gute Reise. Ja, endlich. Die Ewigkeit ruft. Ist das schnell gewesen? Chiron oder Charon? Charon. Der Chefruder des Dyx. Ich weiß zwar nicht, wie er diesen Gestank hinkriegt, aber meine Herren, da flackern die Nüstern. Okay, was will der von mir? Okay, ich habe ja Geld. Zockmieten. Gebühr 2 Zockmiets. Guthaben 1 Zockmiet. Ja. Und? Weg da. So gut, ich muss sich noch einen Zock mitgeben. Dann schnell. Naja, rauf auf das Boot. Schöne Bootsfahrt über den. Ist das das Dyx oder ist das nicht das Dyx? Wer weiß. Aber die Ewigkeit wartet. Mit einem guten Soundtrack. Ja, da freut man sich schon auf die Ewigkeit. Ich bin ja noch lebendig. Dein Schwert blüht glau. Nächster Versuch. Dein Schwert glüht blau. Wirklich? Ja, genau. So, das heißt natürlich... Blaues Leuchten. Grundgütiger Jorok, weißt du, was es bedeutet, Gefahr, wenn ein Elfenschwert blau leuchtet? Ich weiß nicht, was es auf Elfisch heißt, aber für uns bedeutet es Gefahr. Okay, unser Fährmann wartet noch. Ja, dann ist da ein Monster. Und da ein Tor. Trete ein und lasse alle Hoffnung fahren. Nee. Da freut man sich richtig auf die Ewigkeit. Okay. Da ist der Briefkasten. Ganz reizend. Sie haben Post? Ja, Giant. Stand auf den Brief. Okay, ich habe Post bekommen. Vom Griff oder von mir selbst. Ein Umschlag. Aber wie bekommen wir ein derart knifflig verschlossenes Behältnis auf? Verdammt. Ja, verdammt. Wie nur? Könnte es möglich sein, dass dieser Brieföffner, den ich aus einem Truck-Mieten gemacht habe, für dir zuständig ist? Wer weiß. Brillant. Ja. Absolut brillant. Ein Kopfspruch zum Lösen von Knoten. Ganz wohl. Ja. Boah. Wer weiß, für wen ich das noch gebrauchen kann. Geil, so, da ist nichts mehr drin. Tritt ein und lass alle auf fangen. Ja, bla bla bla. Und da ist noch ein zweiköpfiges Monster. Soll ich hier speichern?
Nein, ich gehe mal hin, ganz mutig. Okay, machen wir's kurz. Du bist der Abenteurer und ich bin der typische... Wir sind der typische zweiköpfige Wächter des Hades. Du suchst wohl nach Schätzen, Mana, Kristallen oder so. Es ist immer das Gleiche. Ich der Punkt ist, du willst hier vorbei. Sie machen immer das Gleiche. Und wir müssen dich töten. Wir machen immer das Gleiche. Ein kurzer Schmerz, ein kleines Blutbad, zack, zack, zupp, zupp und deine Eingeweide werden überall verteilt. Eine Riesensauerei. Tu uns beiden einen Gefallen und hau ab, bevor wir es uns anders überlegen. Okay, abhauen. Kann ich hier überhaupt sterben? Weiß es gar nicht. Hast du uns gar nicht zugehört? Dieser Charon rudert doch jeden Trottel über den Fluss. Okay. Soll ich hier mal kurz speichern? Ich werde mal kurz speichern und wir sehen uns gleich wieder. Ich probiere mal, ob ich da eine Sterbeszene sehe. Okay, bis gleich. So, und wieder zurück. Ja, und ich stehe immer noch vor der zweiköpfigen Bestie. Dann will ich jetzt mal mit dem Schwert angreifen. Tut. Leg dich nicht mit uns an! Nee, wieso nicht? Ja. Leg dich nicht mit uns an! Nee, das macht Spaß. Nee, okay. Ich lass das mal. Das wird dann zu doof. Ja. Okay, ich weiß natürlich, was zu machen ist. Ich muss zurück zu Shalom. Die lassen nur ihn durch und ich habe noch einen Zauberspruch übrig. Puh. Aber das werde ich erst im nächsten Deck dann machen. Also gut, bis dann und tschüss, euer Neko!